Kennst du das Gefühl, dass du dich einsam in einer Beziehung fühlst? Also du bist in einer Beziehung, aber du fühlst dich einsam. Du bist nicht alleine, aber du fühlst dich einsam. Ja, ich glaube, so geht's vielen und das ist dir bestimmt auch schon mal passiert. Ich möchte heute über Einsamkeit in Beziehungen reden und über Fantasy Bonds. Eine mögliche Ursache, warum das vielleicht so ist, dass du dich vielleicht auch einsam unter Freunden fühlst, unter anderen Menschen. Ja, das hat manchmal ganz andere Ausmaße. Also einmal Einsamkeit. Einsamkeit, das geht auch, wenn man nicht alleine ist. Ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht zwischen alleine sein und einsam sein, dass da ein Unterschied ist. Und wenn du Bock hast, kannst du dir das ja gerne mal anhören. Ist vielleicht ganz gut, passt gut zur Folge. Aber ich möchte heute über Fantasy Bonds reden. Und zwar ist das so eine Sache. Liebst du deinen Partner oder liebst du es einfach nur in einer Beziehung zu sein? Hey, die Frage könnte man stellen. Ja, und was ist das denn für eine Beziehung? Ist da wirklich Nähe und Intimität da? Denn bei Fantasy Bonds ist es so, dass man praktisch in seiner Fantasie die Beziehung führt, die man sich ja eigentlich wünscht und die man braucht und die Bedürfnisse dann eigentlich irgendwie ja, befriedigen sollte, aber deine Bedürfnisse werden nicht befriedigt. Und das kommt häufiger, also wieder von der Vergangenheit. Vielleicht war es als Kind so, dass ja, dass du in einem Umfeld groß geworden bist, in dem deine Bedürfnisse, ja, die waren egal. Vielleicht konnten auch deine Eltern oder deine Erziehungsberechtigten gar nicht drauf eingehen. Die waren gerade überfordert und du warst zwar da, aber deine Grundbedürfnisse nach Liebe, nach Intimität konnten nicht erfüllt werden. Und so neigt man dann als Kind dazu, sich selbst irgendwie zu helfen, indem man sich die Welt anders erschafft. Und man sagt, oh nee, meine Mutter, mein Vater, die lieben mich, die würden alles für mich tun. Und manchmal ist es auch so, dass du die dann selber Schuld gibst, weil du ja irgendwie falsch bist. Aber der andere Part muss ja gut sein, denn wenn der andere Part nicht gut wäre, dann wäre das ja bedrohlich. Ja, und um sich selbst zu schützen, schafft man sich eine andere Realität. Vielleicht bist du dann das böse Kind, vielleicht bist du dann falsch, weil deine Eltern müssen ja gut sein. Du kannst es ja nicht jetzt aus deiner Erwachsenensicht vielleicht sehen, dass da enorme Überforderung da war, dass vielleicht deine Eltern sich kein Kind gewünscht haben und der Aufgabe nicht gewachsen waren und dann einfach drin waren. Und ja, du hast dann gelitten. Doof. Ja, lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Das Doof ist nur, dass du dann manchmal vielleicht in Fantasy Bonds reingehst. Also in Fantasiebeziehungen. Denn vielleicht hast du Angst vor richtiger Intimität und oh, in Anführungszeichen vor wahrer Liebe. Also vor erfüllender Liebe, denn diese Angst vor der Intimität, die ist da, um dich zu schützen, denn du hast Angst davor, dann doch alleine zu sein und auf dich allein gestellt zu sein. Und denn als Kind kann das ja Todesängste wecken. Ja, wenn deine Eltern dich nicht lieben oder dir es nicht so zeigen können. Und diese destruktiven Familienverbindungen, die du hattest, die beeinflussen dann auch Beziehungen deiner Zukunft. Wenn du dir nicht bewusst wirst, verdammt nochmal, fühle ich überhaupt die Beziehung, die ich mir gerade einbilde? Sind meine Bedürfnisse befriedigt? Und es gibt einige Anzeichen, an denen man merken kann, jetzt neben dem Gefühl von Einsamkeit, muss man sich ja auch erstmal bewusst werden und auch so mutig sein und zu sagen, ey, ich fühle mich hier gerade einsam. Vielleicht ist es einfach nur so ein Gefühl in dir und du kannst es noch nicht zuordnen, aber in Wirklichkeit ist es Einsamkeit. Wie soll man denn darauf kommen, wenn man in einer Beziehung ist, ne? Wird ja so selten darüber geredet, was ist der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit, ja. Aber woran könnte es liegen? Oder, ja, das ist erstmal deine Kindheit, haben wir gerade gesagt. Vieles kommt ja aus der Kindheit, es beeinflusst dich, gerade deine frühen Beziehungen. Deine sehr frühkindlichen Beziehungen. Aber woran könntest du es jetzt merken, dass du vielleicht in einem Fantasy-Bund gefangen bist? Und du spürst halt diese Einsamkeit, die muss man ja auch erstmal spüren, aber es gibt noch so Anzeichen, so Warnsignale, das muss jetzt aber nicht sein, dass wenn das so ist, dass du im Fantasy-Bund bist, aber es sind jetzt so Anzeichen. Zum Beispiel, dass ihr nicht sehr viel Augenkontakt habt. Oder
es kommt oft zu Missverständnissen und Störungen der Kommunikation. Vielleicht redet ihr auch gar nicht miteinander. Gibt es überhaupt Zuneigung zwischen euch oder ist das eher alles so Routine? Seid ihr überhaupt noch liebevoll zueinander oder wenn ihr liebevoll seid, ist das dann nur eine Routine und so eine Pflichtaufgabe oder sehnst du dich noch nach deinem Partner? Oder hast du vielleicht auch das Gefühl, dass du so Unabhängigkeit verloren hast, dass du nicht mehr ein einzelner Mensch bist? Denn oft sprechen solche Paare auch von einem Wir. Und da muss man natürlich manchmal auch aufpassen, klar, ein Wir, das vereint. Aber vielleicht werden deine Bedürfnisse gar nicht mehr gesehen und der andere Part ist sehr dominant. Oder du bist sehr dominant und siehst deinen Partner nicht und die Bedürfnisse deines Partners. Vielleicht entsteht auch nur durch Alltagsroutine überhaupt sowas wie Nähe und ja, da gibt es einige Aspekte, die man beachten kann und oft ist es dann manchmal so, dass du in einem Fantasy-Bund bist und was willst du denn dann machen, ne? Denn wichtig ist es, damit du nicht ewig daran gefangen bist und dieses Einsamkeitsgefühl hast, das dich ja auch krank machen kann, dass du es ansprichst und das ist verdammt schwer, finde ich, denn das kann sich auch nach Kritik anhören. Du willst deinen Partner ja nicht kritisieren, du willst ihm ja auch nicht Angst machen, aber es ist wichtig zu sagen, was du fühlst, damit man noch drauf eingehen kann. Das heißt, als erstes erstmal nur über das Gefühl an sich reden, dass du dich gerade einsam fühlst. Versuch das auch erstmal zu spüren, um auch damit mal so klar zu kommen und dann kannst du es auch deinem Partner erörtern und dann redet erstmal über das Gefühl, damit ihr auch bei euch seid und nicht gleich über Lösung, denn Lösung ist gleich wieder weg. Versucht erstmal über eure Gefühle zu reden, über die Gefühle des Partners und sucht dann erst den zweiten Schritt nach möglichen Handlungsansätzen. Was könnt ihr denn tun? Wie könnt ihr wieder Intimität erschaffen? Um dann im dritten Schritt dann das umzusetzen. Und dazu braucht ihr viel Mut. Ich finde alleine der Weg, dem Partner zu sagen, ey, ich fühle mich einsam, da brauchst du auch echt viel Mut, um das durchzusetzen und auch, um dich überhaupt zu trauen, es zu spüren. Ja, zu spüren, dass es ein Fantasy-Bond ist, dass du in einer Fantasiebeziehung lebst und dass nicht der Partner so ist, wie du es gerne hättest. Und sich von diesen kindlichen Wünschen zu befreien, die natürlich in dir drin sind, aber du kannst zum Beispiel Mutterliebe kannst du einfach nicht nachholen. Du musst gucken, dass du dahin kommst, dich dann selbst zu lieben, denn du kannst dich bedingungslos lieben. Da habe ich auch eine Folge zur Selbstliebe, die werde ich hier unten nochmal verbinden. Das ist so wichtig, denn nur wenn du dich selbst auch liebst, kannst du dich auch öffnen für genug Intimität, um in einer Beziehung auch wirklich lieben zu können, um wirklich auch eine erfüllende Beziehung zu haben und nicht einfach eine Beziehung zu haben, um eine Beziehung zu haben und sich in Wirklichkeit so einsam zu fühlen. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass wenn dieser Fantasy-Bond da ist und du das spürst und du vielleicht auch dich traust, es zu spüren, dass du einen Weg findest, mit deinem Partner zu reden. Und auch nach den Bedürfnissen deines Partners zu fragen. Und eventuell ist es ja auch so, dass ihr euch sehr verändert habt, denn man verändert sich ja im Leben und dass da auch gar nicht mehr gleiche Zielsetzungen sind. Oder vielleicht hat dein Partner auch das Gefühl und hat aber auch andere Ziele mittlerweile, weil ihr nicht richtig miteinander redet, richtig intim miteinander redet. Nehmt euch Zeit füreinander, redet miteinander und guckt, dass ihr diese Intimität erschafft, dass ihr Nähe schafft und dass du dann nicht mehr einsam bist. Und dass vielleicht auch dein Partner dann nicht mehr einsam ist. Das würde ich euch wünschen. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann. Bye.